Am Osterwochenende fand auf dem Dobel im EC Freizeitheim der Mitarbeiterkongress Pax an des SWDEC statt. Geprägt war der Kongress von motivierten Mitarbeitern, intensiven Bibelarbeiten und Referaten, aber ebenso von der sogenannten Coffee Time und wertvollen Begegnungen mit anderen ehrenamtlichen Mitarbeitern. Die musikalische Ausgestaltung übernahmen 7 EZler des EC Leipzig. Thematischer Schwerpunkt der Bibelarbeiten lag auf dem ersten Timotheusbrief, welcher von Referenten wie dem ehemaligen EC-Bundespfarrer Christopher Pfeiffer oder dem Präses des Gnadauer Verbandes Michael Diener behandelt worden. Ein anderer Schwerpunkt des Kongresses lag auf den 4 EC-Grundsätzen und deren Bedeutung für uns. Was machst du jetzt? Also, ich überlege die ganze Zeit noch, wo soll ich diese Gabe einbringen und wie? Und da habe ich gesagt, oder fang doch an. Denn ihr seid Gottes Werk. Wow, was wird in unserem Land passieren? Also Verletzung. Darum geht's. Und ich finde, dass es eine Riesenchance ist. Ich weiß, dass ihr einige ECs für. Streets of the cities to the government games, from the homeless and the shelters to the buildings in flames, we gotta turn it around. We gotta turn it around. From the presence of the people, money running the game, to the orphans around the world who need a family name, we gotta turn it around. Neben dem normalen Programm gab es auch Freiräume zum persönlichen Austausch, gutem Essen, einem Rummel, aber auch Programmpunkten wie ein Konzert mit Johannes Falk, ein Vortrag des Selbstverteidigungslehrers Michael Stahl oder ein fruchtiges Programm mit Radieschenfieber. Das ist auch ein sehr, sehr glückliches Schaf. Dieses Instrument hier ist auch toll. Das hat mich immer fasziniert. Das ist sehr laut und das muss unbedingt gestimmt werden, sonst ist das unerträglich. Gotta bring change from the inside out. Gotta stand up, lift our voice and shout. Gotta turn.